Also auf jeden Fall, die Niederlage letztes Jahr in den Playoffs gegen Ulm war natürlich sehr schmerzhaft, wo wir durch die reguläre Saison sehr, ich sag mal so, Rennen durchgegangen sind und als Favorit recht ja, unschön ausgeschieden sind. Ich weiß auch ganz genau, dass einer aus dem Team, der Helge, zu mir kam danach und meinte, ja, das war es jetzt einfach für mich, der hat dann seine Karriere beendet mit 2 Niederlagen in Folge. Das war ja keine gute Niederlage. Wie geht man mit sowas um? Ich denke, mein Umgang damit ist immer zu versuchen, ja, Basketball ganz komplett erstmal aus dem Kopf zu bekommen, so lange wie möglich sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und das erstmal sacken lassen, ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Und normalerweise geht ja, es dann spätestens eine Woche später oder eine Saison später dann ja auch schon weiter. Und man hat neue Herausforderungen, die man sich stellen kann. Natürlich, was immer hilft, ist, wenn man gute Freunde hat oder Familienmitglieder, die einem dann in der Zeit, mit denen man dann sprechen kann, die einem dann beistehen in so einer Zeit. Wenn man lieber alleine damit klarkommen will, dann empfehle ich immer so, ja, aus dem Haus zu kommen, vielleicht aus der Stadt sogar raus, irgendeine Wanderung machen oder einfach einen kleinen Tapetenwechsel. Das wirkt bei mir auf jeden Fall Wunder.